Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von unterwegs. Bei uns war es jetzt wieder Zeit, das Wohnmobil startklar zu machen. Und wir haben unseren ersten Trip gemacht, natürlich ans Meer. Und wir waren in Hoek van Holland. Hoek van Holland ist ein kleines Fleckchen zwischen Rotterdam und Den Haag. Wir waren hier schon mal vor ungefähr 3 Jahren, als wir unsere Fahrradtour entlang des Rheins gemacht haben. Für unsere erste Wohnmobiltour in diesem Jahr haben wir uns ein langes Wochenende verschafft und sind schon am Donnerstag losgefahren, am Nachmittag, und waren dann pünktlich zum Sonnenuntergang in Hoek van Holland. An unserem ersten Morgen war es erstmal ganz schön kalt. Erstmal ein bisschen Wärme verschaffen und Kaffee kochen, und dann geht's auch schon ab aufs Fahrrad. Als erstes gehen wir mal nachgucken, ob das Meer noch da ist. Weiter geht's auf unserer Fahrradtour in Richtung Katwijk. Bis nach Katwijk sind es von Hoek van Holland ungefähr 34 Kilometer. Wir haben also noch einiges vor. Ein kleines Stück der Strecke geht leider durch Den Haag, aber der meiste Teil der Strecke ist einfach wunderschöne Dünenlandschaft und übrigens auch Teil der niederländischen Küstenroute, die ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren mal im Ganzen fahren möchte. In Katwijk angekommen, machen wir einen kleinen Stadtbummel, gehen Mittagessen und machen uns dann auch wieder auf den Rückweg. Am Abend gibt es dann für uns noch einen tollen, spektakulären Sonnenuntergang über dem Rotterdamer Hafen. Am Samstag machen wir dann einen kleinen Spaziergang auf dem Pier in Hoek van Holland.
der Nähe vom Pier gibt es übrigens ein Atlantikwahlmuseum, das allerdings geschlossen hatte, als wir da waren. Nach einem zweiten Frühstück haben wir uns dann Sandmotor angeguckt. Klingt komisch, so heißt aber ein Küstenschutzprojekt an der niederländischen Küste in der Nähe der Stadt Münster. Ansonsten haben wir nicht allzu viel gemacht, wir haben aber ein bisschen noch im Strandpavillon rumgehangen. Und das ist doch eigentlich ganz ehrlich das Schönste, was man in Holland am Strand machen kann. Am Abend bin ich dann allerdings ziemlich müde gewesen. Ich bin richtig platt. Christoph ist gerade unterwegs Sonnenuntergang angucken am Strand. Ich habe keine Power mehr. Mir tut alles weh. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand. Mir tun alle Knochen weh. Ich bin richtig im Eimer. Wir sind ganz viel Fahrrad gefahren heute nochmal. Und es war einfach schön, mal wieder 2 Tage komplett draußen zu sein. Aber jetzt bin ich total müde und ich hänge heute nur noch ein bisschen rum. Vielleicht mache ich gleich nochmal die Flasche Wein auf, die wir gestern gekauft haben. Das war mein Vlog für diese Woche. Schaut euch gerne noch weitere Videos von mir an. Ich entlasse euch jetzt in den Rest des Tages mit ein paar Aufnahmen, die Christoph von seinem Sonnenuntergang am Strand gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!